So, wir starten direkt mal mit der Frage der Woche. Darf man mit Faschisten reden und das auch noch im Fernsehen? Gestern Abend war es soweit. Das große TV-Duell Mario Vogt CDU gegen Bernd Höcke AfD. Gut, ich persönlich hätte es gezeigt unter dem Titel Höcke Horror Picture Show, aber dann müsste es ja nach 23 Uhr laufen. So, in der Rückschau wahrscheinlich kein großer Gamechanger für die Thüringen-Wahl im September, aber ja, doch immerhin ganz unterhaltsam. Vor allem dieser eine jetzt schon legendäre Moment, der wirklich original rüberkam, wie ein Loriot-Sketch. Das Lieferkettengesetz bedeutet, dass ein Eisenacher Fleischermeister, der nach Opel liefern will, seine gehacktes Brötchen, seine Mettbrötchen, um mal was Handfestes jetzt als Beispiel anzuführen, dass der... In Thüringen heißt es gehacktes, wenn Sie sich in der Ich habe gerade gesagt, oder? Gehacktes Brötchen. Nee, Sie haben Mett gesagt. Es ist auch völlig egal, im Eichsfeld sagen wir gehacktes. Ich habe dann auch nochmal übersetzt Mett, weil nicht jeder gehacktes versteht. Herr Müller-Lüdenscheid, es heißt Mettbrötchen, Sie alte Hackfresse. Ja. Wie schön, dass wir die wichtigen Fragen gleich klären konnten, meine Damen und Herren. Matt, Hack. Über den Sinn des ganzen Duells kann man einen Tag später immer noch trefflich streiten. Vor allem, weil ja gar keine Landesthemen drankamen. Dafür hat aber Mario Vogt seine Bekanntheit gesteigert. Den kannte ja keiner außerhalb von Thüringen. Für ihn war das gestern also ein großer It's-a-me-Mario-Moment. Und ja, wenn man bedenkt, wie wenig man Super Mario hier vorher zugetraut hat, war es am Ende fast ein Punktsieg. Er ist ruhig geblieben, ganz wichtig, hat aber viele schöne kleine Wirkungstreffer gelandet. Es ist einfach, ihn einen Faschisten zu nennen. Muss ich nicht machen. Das hat ein Gericht schon gemacht. Wir werden keine neuen Unternehmensansiedlungen und auch keine neuen Fachkräfte gewinnen, wenn der Reichskanzler Höcke zur Eröffnung kommt. Und das, was Sie auf Ihrem Nazi-Schloss da in Schnellroda diskutieren mit Ihrem Spiritus Rector, das ist einfach die große Gefährlichkeit. Ich hätte wenigstens erwartet, dass Sie heute den Mumm haben, zu Ihren Thesen zu stehen. Sie sind Gift für das Land, was meine Heimat ist. Bitte weinen Sie jetzt hier nicht. Kurz vorm Flennen. Ja, der war kurz vorm Flennen, wirklich. Oder? Ein erstaunlich unsouveräner, ja wehleidiger Auftritt von Bernd. Weil das von seinen Bierzeltauftritten halt auch gar nicht gewohnt ist, dass ihm widersprochen wird. Ne? Wobei er natürlich auch gestern die übliche Doppelrolle gespielt hat. Also mal gibt er den sensiblen Grübler und sagt, Hass ist mir fremd. Größter Lacher der Sendung. Wenige Sekunden später will er gar keine Muslime mehr ins Land lassen. Und Remigration haben wir übrigens völlig falsch verstanden. Er meint damit deutsche Auswanderer, die wieder nach Hause kommen. Ist klar. Ist klar. Die ganzen Goodbye-Deutschland-Versager, die zurückkommen. Und Welt-TV hat das Event natürlich, wie wir es erwartet haben, maximal aufgepumpt gestern Abend. Inklusive stundenlanger Körpersprachanalyse danach. Wirkte anfangs auch etwas, sage ich mal, oberlehrerhaft und etwas abwertend. Später dann ist er aber in die Offensive gegangen. Er nimmt plötzlich viel mehr Raum ein. Er geht viel mehr nach vorne. Er geht in den Intimbereich, in die Intimzone der anderen Person. Boah! Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Haben Sie das mitgekriegt gestern? Das hätte ich doch gesehen. Ne? Gott sei Dank verpasst. Und übrigens wären die Nazi-Schloss-Witze von Mario Vogt noch besser gekommen, wenn seine CDU-Fraktion nicht schon Gesetze mit der Thüringer AfD durchgebracht hätte. Ist ja die Frage, was bringt es heute noch immer wieder rechtsextrem zu sagen im Zusammenhang mit der AfD? Rechtsextrem. Meine Höckes-Fans mögen ihn ja genau dafür. Nächste Woche startet zum Beispiel schon das zweite Verfahren wegen der verbotenen SA-Losung Alles für Deutschland. Genauso illegal wie Heil Hitler. Und das weiß er natürlich als Geschichtslehrer. Hat das denn gerufen? Weil ich mal einen Wahlkampfabschluss gemacht habe in einem rhetorischen Dreiklang. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für... Siehste, der Bernd war das gar nicht. Das waren seine SA-Männer im Saal. Ne? Und ich sage Ihnen, das ist typisch. Der Höcke tut immer so mutig, traut sich aber zum Beispiel nie, für den AfD-Bundesvorstand zu kandidieren. Traut er sich nicht. Neulich hat er in Thüringen den Wahlkreis gewechselt, aus Angst, dass er kein Direktmandat holt. Was für eine Pussy! Ja, Pussy! Seine Anhänger ficht das alles nicht an. Im Netz haben sie Höckes persönliches Wahlinggrad von gestern Abend längst zum Endsieg umgedeutet.
Und das rechtsextreme Magazin Kompakt verkauft selbstverständlich weiter Höcke-Devotionalien. Mit der AfD sind wir kritisch, aber Björn Höcke ist der, dem zumindest ich vertraue. Und wir haben ja die schöne Silbermünze zu seinen Ehren gemacht, den Kompakt Höcketaler. Ja, der Höcketaler. Patriotisch und wertbeständig. Ernsthaft, wer kauft so einen Scheiß? Das kostet dreimal so viel wie eine normale Silbermünze. Und dabei ist das ein Fehldruck. Hier, gucken Sie mal, die Idioten haben den falschen Vornamen genommen. Ja. Trotzdem arschteuer. So, und im Kompakt-Fanshop gibt es aber natürlich nicht nur den Höcketaler. Nein, sondern zum Beispiel auch die Bernd-die-Wurst-Gesichtswurst. Kein bisschen vegan und selbstverständlich 0% Halal. Außerdem die Restbestände des coolen Adidas-DFB-Trikots mit der aus Gründen sehr seltenen 44 gegen Aufpreis auch in SS-Schwarz. SS für super sexy. Die Höcke-Kaffeetasse, anders als Mainstream-Tassen, hat sie den Henkel rechts. Und nichts sagt so süß auf Wiedersehen Demokratie wie die Höcke-Winke-Katze. Kompakt-Fanshop. Oder doch nicht. Ja. Ich meine, hey, da waren doch super Geschenkideen dabei. Ne? Nächste Woche ist Führers Geburtstag. Ansonsten hilft eh nur eins, immer wieder an den gesunden Egoismus der Bürger appellieren. Ja? Was passiert, wenn ein von der AfD oder vielleicht sogar von ihm regiertes Deutschland wirklich aus der EU austritt? Ja? Was passiert dann mit unserem Wohlstand? Höcke sagt, die EU muss sterben. Oder in den blumigen Worten eines anderen AfD-Früchtchens. Europa ist ein Fruchtsalat mit Bananen, Trauben, Apfelstückchen und alles, was eben so in einen guten Fruchtsalat gehört. Aber was die machen wollen, aus diesem Fruchtsalat aus Europa, die wollen einen Smoothie daraus machen. Buh, Smoothie. Na gut, wenn die Banane lauter braune Stellen hat, kannst du nur noch einen Smoothie draus machen. Ne? Erfahrungswert. Deutschland als Exportnation in der Mitte Europas lebt ziemlich gut vom Smoothie-Geschäft. AfD gefährdet also wirklich Wohlstand und AfD gefährdet Sicherheit. Peter Büstron, haben Sie bestimmt gelesen, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, Listenplatz 2 für Europa, wird jetzt vom tschechischen Geheimdienst beschuldigt, Geld von einem pro-russischen Netzwerk kassiert zu haben. Also letztlich von Putin. Büstron bestreitet das. Tatsächlich sind seine Reden aber lupenreiner Kreml-Sprech. Immer. AfD-Leute sitzen im Verteidigungsausschuss in Berlin. Natürlich ist das ein Sicherheitsrisiko. Was denn sonst? Hier die passende Show-Idee. Von den Machern der Schillerstraße jetzt neu im russischen Staatsfernsehen. Die irre Impro-Comedy Stalinstraße. Kandidat Peter hat einen Knopf im Ohr und muss immer genau das sagen, was Spielleiter Wladimir ihm live aus Moskau vorsagt. Du sagst jetzt, NATO hat sich an Grenze von Russland verschoben und sagt, dass die Amis schuld sind. Die NATO hat sich verschoben an die Grenze Russland, die amerikanische Einflusssphäre hat sich Richtung russische Grenze verschoben. Die Stalinstraße. Und direkt im Anschluss Herz Blatzki, die Dating-Show, in der deutsche Senioren willige Russen begrabbeln. Ja, Herz Blatzki und die Stalinstraße. Absoluter Einschaltbefehl, meine Damen und Herren. Sonst geht's ab in den Gulag. Doch zurück zu unserer Ausgangsfrage. Soll man mit Rechtsextremen diskutieren, sie in Talkshows einladen? Angesichts der aktuellen Umfragen würde ich sagen, ja, was denn sonst? Man muss sie halt nur inhaltlich stellen.